Hello and welcome everyone here at the Heinrich Böll Hallo Foundation. und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin zu unserer Veranstaltung Hassrede und digitale Gewalt. Mein Name ist Vera Meyer. Ich bin Leiterin der Digital Policy Abteilung der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind eine Agentur für grüne Themen und unsere Hauptaufgabe ist politische Bildung in Deutschland und im Ausland. Deshalb haben wir ein Netzwerk von 34 Büros weltweit und auch Projektpartner in mehr als 60 Ländern. Wir haben eine besondere Betonung in unserer Arbeit auf Genderdemokratie und deshalb haben wir zum Thema, das Thema Facebook-Files sehr nah verfolgt. Und wir freuen uns, heute Frances Haugen begrüßen zu dürfen in der Heinrich-Böll-Stiftung, um mit uns Geschlechtergewalt, Hassrede und Gender-Disinformation genauso auch wie die Rechenschaftspflicht von Plattformen zu erörtern. Wir sind auch froh, dass wir Alexandra Gese hier begrüßen dürfen. Sie ist eine grüne Europaparlamentsabgeordnete und auch Ann-Kathrin Müller, sie ist Journalistin beim Spiegel und auch Annalena Rodenberg, sie ist Geschäftsführerin und CEO von HateAid. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind, freuen uns auf die Diskussion und ohne weitere Umschweife übergebe ich an Sie, Annalena. Vielen herzlichen Dank, Verana, und herzlichen Dank. Und herzlich willkommen zu unserer Diskussion heute. Wir möchten über Falschinformationen, digitale Gewalt und Rechenschaftspflicht der Plattformen sprechen. Und wir wollen das insbesondere mit Blick auf Gewalt gegen junge Frauen und Mädchen tun. Und insbesondere angesichts der Enthüllungen, die unser erster Gast in den vergangenen Monaten über Facebook veröffentlicht hat, Frances Haugen. Das könnte zu keinem besseren Zeitpunkt hier in Europa kommen, denn in Brüssel ist es so, dass das Digital Services Act verhandelt wird. Und das ist ein Gesetz, das quasi entscheiden wird, welche Rechte Nutzer haben und welche Regulierungen es geben wird über Plattformen. Das heißt, die europäischen Gesetzgeber schauen ganz genau zu. Lassen Sie uns also direkt anfangen. Frances Haugen, es scheint so zu sein, dass Sie gegenwärtig Thema in allen Gesprächen sind. Sie waren beim US-Kongress, beim britischen Parlament. Sie sprechen mit Gesetzgebern, auch mit den Koalitionsparteien in Berlin. Und wir alle in Berlin sicherlich nutzen auch Facebook und andere sozialen Medien. Und Sie haben sich ja entschieden, diese Einsichten, diese Einblicke mitzuteilen und zu veröffentlichen. Ganz kurz, Sie arbeiten seit 3 Jahren für Facebook und Sie waren führende Produktmanagerin im Bereich Civic Misinformation. Und Sie haben zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, Facebook zu verlassen und zu veröffentlichen, wie Facebook umgeht oder eben nicht umgeht mit digitaler Gewalt, Missinformation und anderen schädlichen Wirkungen auf die Nutzer. Als Leiterin für die Beratung von Opfern digitaler Gewalt muss ich sagen, dass ich überrascht war und auch schockiert angesichts dessen, was ich in den Facebook-Files gelesen habe. Also Frances, was war das Schockierendste für Sie? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, wo war der Wendepunkt? Ab wann haben Sie gesagt, ich muss handeln? Also als ich zu Facebook kam, war mir bereits bewusst, dass Fehlinformationen menschliche Kosten hat. Ich hatte einen engen Freund, der wichtig für mich war, für meine Entwicklung. Also es kam dazu einer Radikalisierung 2016 und Falschinformationen im Internet. Und ich denke, bei Facebook gibt es eine Kultur, dass man sich nur auf das Positive kümmert. Das ist quasi ein natürlicher Handel. Wir wollen nur das Gute sehen, die guten Nachrichten sehen, nicht das Negative. Und als ich zu Facebook kam, wurde mir bewusst, wie schwerwiegend das Problem war an Orten außerhalb der Vereinigten Staaten. Also meine Aufgabe als Civic Misinformation PM war es, mich auf Bereiche zu konzentrieren, wo es kein Fact-Checking gab oder wo das Überprüfen der Fakten einfach nicht schnell genug vonstatten gehen konnte. Und das hat für mich oder die Situation im globalen Süden, im Nahen Osten und auch in anderen Orts hat mir gezeigt, dass wir Schwierigkeiten haben, in einer linguistisch vielfältigen Welt zu handeln, in einer Welt, in der nicht jeder Englisch spricht. Und ich habe festgestellt, dass es
oder für mich sah es aus, als würden wir vor einem sehr schwierigen und problematischen nächsten Jahrzehnt stehen. Also Äthiopien beispielsweise, was da passiert ist, auch Myanmar. Es gab dort die Massentötung aufgrund von Entwicklungen in den sozialen Medien. Aber es war eben so, dass ein Kapitel nach dem anderen sich auftat. Und ich hatte dann die Überzeugung, dass wenn wir keine wirklichen Maßnahmen ergreifen, dann ist das einfach nur der Anbeginn einer dystopischen Zukunft. Sie sagen also, dass eine der wichtigsten Botschaften ist, und Sie haben das auch so klar gesagt, dass Facebook einfach die Gewinne über die Menschen stellt. Können Sie uns noch einmal erläutern, wie Facebook an sich funktioniert? Natürlich, bei Facebook oder die Funktion bei Facebook ist ganz einfach oder das Ziel. Sie wollen, dass man so lange wie möglich auf Facebook bleibt und Zeit verbringt und damit verdienen sie Geld. Also je länger man bleibt bei Facebook, desto mehr Werbung sieht man, desto mehr Geld verdient Facebook. Facebook steht natürlich vor der Herausforderung, dass in vielen Teilen der Welt sie abhängig sind von Amplifizierungssystemen, um sicherzustellen, dass ausreichend Inhalte einen auf der Seite halten. Das heißt, Reshares, also wenn Sachen geteilt werden, werden diese priorisiert. Und es gibt ganz einfache Maßnahmen. Auf Twitter beispielsweise muss man einen Link anklicken, um etwas teilen zu können. Das sind nur kleine Dinge, aber das zwingt einfach die Menschen, einen Moment innezuhalten. Und wenn man einen Moment innehalten würde, dann würden einfach weniger Falschinformationen verbreitet werden. Und Facebook entscheidet gegenwärtig, zum Wohle der Aktionäre und nicht im Sinne des öffentlichen Nutzens. Also Sie sagen, die internen Dokumente, die Sie veröffentlicht haben, zeigen das auch. Oder anders gesagt, eine europäische Studie kam heute raus. Wo wir sehen, dass die Situation von Mädchen und Frauen insbesondere schwierig ist. Also zwischen 18 und 35, also Frauen im Alter von zwischen 18 und 35 sind zu 52% in Europa bereits Opfer von digitaler Gewalt geworden. Viele trauen sich auch nicht mehr, ihre Meinung zu sagen im digitalen Raum, weil sie einfach Angst vor dieser digitalen Gewalt haben. Also wie ist der gegenwärtige Algorithmus, wie verschärft er die Situation, dass Inhalte, die Gewalt fördern, noch weiter fördert? Also es gibt hier die sogenannte Civic Participation Gap. Also Frauen agieren sehr viel weniger online. Und es gibt hochrangige Politiker in Europa, die entschieden haben, nicht mehr sich online zu präsentieren, weil sie eben bedroht werden beispielsweise. Und schlechtes Verhalten wird einfach stärker gefördert, wird stärker verbreitet. Also Hassrede oder Gewalt gegen Frauen wird einfach weiter verbreitet. Das sind die Algorithmen von Facebook. So wurden sie eigentlich nicht geschaffen. Aber weil eben die Inhalte, die eine Reaktion hervorrufen, besonders gefördert werden, ist es so, dass die Algorithmen immer nach solchen Inhalten suchen. Und es ist einfach so, dass bei manchen Personen besonders Reaktionen hervorgerufen werden, wenn es um Frauenfeindlichkeit geht. Und am Ende hat man eine Situation, wo Stimmen, die die Situation vielleicht auflösen könnten, nicht gehört werden. Es gibt eine ganz kleine Reihe von Serientätern sozusagen, die einen großen Teil dieser Gewalt ausmachen, die beispielsweise andere bedrohen oder beleidigen oder andere Dinge machen. Und das wird immer weiter gepusht und geteilt. Und Facebook müsste quasi genug Personen bereitstellen, die sich Beschwerden ansehen beispielsweise. Und diese Beschwerden müssen ernst genommen werden, damit nicht noch mehr Schäden passieren. Seit wann weiß Facebook davon? Das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich denke, seit bestimmt einem oder zwei Jahren. Aber ganz genau weiß ich das nicht.
Die Facebook-Files haben auch eben auch etwas offengelegt, dass die Regeln nämlich nicht gleichermaßen gelten. Es gibt einige Personen, die Privilegien haben, also sozusagen online Facebook-VIPs, wie zum Beispiel Neymar, der Fußballer, der hat ein intimes Bild einer Frau veröffentlicht. Das hat zu einer Welle von digitaler Gewalt gegen diese Frau geführt. Und dieses war mehr als einen Tag frei sichtbar und hat mehr als 60 Millionen Views erhalten. Können Sie erklären, wie dieser VIP-Mechanismus funktioniert und was sind die Konsequenzen daraus? Also Facebook hat eine Politik gegen nicht konsensuale Bilder, beispielsweise Nacktbilder von anderen Personen. Und Neymar hat versucht, eine Frau zu diskreditieren, die ihm beschuldigt hat, ihr geschadet zu haben. Und seine Veröffentlichung ging an viele Menschen. Er hat quasi diese Bilder in eine Kamera gezeigt und das wurde aufgenommen und das führte dann auch zu Gewalt gegen diese Frau in der realen Welt. Das heißt ein Crosscheck und Facebook setzt hier eben diese Regeln nicht unbedingt gegen VIPs durch und investiert einfach nicht genug. Das ist wieder das Prinzip, Gewinne über Menschen. Also entweder müsste man genug Personen in diese Teams einbringen oder man müsste quasi sagen, wir müssen erst einmal die Inhalte erneut überprüfen. Und Facebook hat viele Integritätssysteme, aber viele dieser Systeme, weil sie eben nicht bereit sind, genug Personen dahinter zu stellen, gibt es einfach eine Whitelist mit bestimmten Leuten. Und bei diesem Vorfall hätte Facebook einfach genug menschliche Ressourcen bereitstellen müssen, um das zu überprüfen. Und sie hätten diese zweite Überprüfung schnell machen müssen. Wenn man nämlich nicht schnell handelt, dann ist es so, dass eine verhinderte Gerechtigkeit oder eine verzögerte Gerechtigkeit ist eigentlich auch eine verhinderte Gerechtigkeit. Ja, und diese VIPs können dann Facebook ja verlassen. Ja, ich denke, die sind eher noch darüber besorgt, dass sie Facebook schaden, das System. Ist ja so, dass 10% der Dinge werden herausgenommen und diese Persönlichkeit hat dann natürlich ein Interesse daran, das dann dort zu lassen. Und Facebook auch. Die möchten das lieber dort online lassen, weil sonst das Risiko besteht, dass die VIPs sich darüber beschweren. Und sie wissen ja, dass Facebook sich dieser Probleme bewusst ist. Und das ist für mich das Schockierendste, weil die haben uns immer versichert in so vielen Sitzungen, in öffentlichen Debatten, dass man alles tut, was man kann, um besser zu werden, um besonders Frauen, junge Frauen sicher zu halten, zu schützen und diesen gewalttätigen Inhalt herauszunehmen. Aus Ihrer Sicht macht Facebook wirklich alles, was man tun kann? Natürlich ohne Frage ist das nicht der Fall. Also die machen 45 Milliarden Dollar in den nächsten 12 Monaten und die könnten da sicher 1 Milliarde investieren. Wie profitabel muss man sein? Die haben die größten Profitmargen in der Welt für ein großes Unternehmen. Aber sie entscheiden sich nicht weiter zu investieren, um diese Gewalt zu erfassen. Oder dass diese Beschwerden auch direkt beantwortet werden. Und da möchte ich oft darauf hinweisen, dass Frauen, die nicht Englisch sprechen, unter größerer Gefahr noch stehen als diejenigen, die Englisch sprechen, weil Facebook hier noch viel mehr Ressourcen für Englisch sprechende zur Verfügung stellt. Und wir haben vielleicht 20, 30 Millionen Sprecher und die haben dann nur eine minimale Personaldecke zur Verfügung. Und die können Frauen in fragiler Situation sein und keine Unterstützung bekommen. Ja, können wir sagen, dass wir hier ein doppeltes VIP-System haben, wo bekannte Leute geschützt werden, aber da auch englisch sprechende Menschen wie VIPs behandelt werden. Natürlich, Facebook weiß, dass die Gerichtsbarkeit, die größte Macht hat, in den USA sitzt. Also die
investieren mehr in Sicherheitssysteme für englisch sprechende Nutzer. Und auch bei dem Digital Service Act, da soll es ja Mindesttransparenz geben, damit die Leute eine informierte Entscheidung treffen können, wenn sie die Plattform nutzen, und auch sicherstellen, dass Facebook Sicherheitsvorkehrungen trifft für nicht englisch sprechende. Da möchte ich auch die anderen Gäste mit einladen, an Katrin. Für den Spiegel, und sie hat um die extreme Rechte berichtet und politische Parteien, aber auch über Gewalt gegen Frauen. Katrin, da möchte ich Sie auch fragen, was hat Sie am meisten überrascht bei den Facebook-Files? Ja, war natürlich interessant, dass man das wusste. Wie konnten Sie das nicht wissen auf der einen Seite? Aber natürlich, man zeigt hier auch, dass nicht, hat herausgefunden, dass nicht genug gemacht wird. Und es geht auch nicht nur um die Frauen, auf die man abzielt, sondern auch um die ganze Gesellschaft in Bezug auf Instagram, was man hier anstellt mit den Teenagern zum Beispiel. Katrina, Sie haben ja immer auf Hate abgezielt und darüber berichtet. Sie haben besonders auch die Situation in Fokus gestellt, was mit den Frauen passiert. Also ja, es gibt verschiedene Dinge, die hier schockierend sind, besonders wenn eine Frau oder ein Mädchen darüber nachdenken muss, was man sagen soll, weil letztendlich kann es ja zu Gefahr für das eigene Leben führen. Und ich habe da mit Menschen gesprochen, die diese Probleme haben. Und natürlich nicht in jedem Fall ist das so, aber ich kenne Politiker, auch weibliche Politikerinnen, die wissen, die überlegen sich sehr gut, ob sie wirklich in die erste Linie wollen, und weil es ist schon schwierig genug, wie es ist. Und ich kenne auch sehr viele normale Politikerinnen, die Angst um ihr Leben haben, weil sie offen in sozialen Netzwerken sprechen oder Tweets absetzen. Und dann haben sie entweder ein großes Publikum oder auch ein kleines und werden belästigt online. Ich weiß von Frauen, die Migrationshintergrund haben, die werden noch stärker angegriffen als weiße Frauen zum Beispiel. Und so, es ist auch, wie wir in unserer Gesellschaft leben wollen. Das wird da diskutiert auf der Plattform und da wird nicht genug gemacht. Und deswegen wird es immer schlimmer. Jeden Tag sieht man Hass online und auch Vergewaltigungsandrohungen, Gewaltandrohungen. Und dann denkt man irgendwie, ja, will ich wirklich Teil davon sein und kann ich wirklich sagen, was ich will? Und das wächst immer mehr. Und das Problem ist nicht neu, aber es wird nicht genug gemacht, um das zu stoppen. Und das hat auch die deutsche Wahl verändert, in meiner Meinung nach. Und auch wie man die Menschen sieht. Und das ist ein enormes Problem. Also wenn ich mir das anhöre, was Sie sagen, da denke ich, in den letzten 100 Jahren haben Frauen gekämpft, um diese Situation zu bekommen, um die vorderste Linie in der Politik, auch im Journalismus. Und jetzt haben wir durch soziale Medien das, was Sie beschrieben haben, die werden zurückgedrängt in die zweite oder dritte Linie. Wer ist dahinter? Gibt es bestimmte Gruppen oder... Ja, wer bedroht die Frauen? Wer belästigt die Frauen? Ist das zufällig oder gibt es da eine Orchestrierung? Ja, es wird schon orchestriert, aber nicht so, dass es da einen Mann oben an der Spitze gibt, der sagt, wir müssen die Frauen stoppen, sondern was Sie sagen, gehört zusammen, weil die Frauen natürlich immer mächtiger werden, immer weiter in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen gibt es auch immer diese größeren Rückschläge. Und hier sieht man, wie Facebook da genutzt wird in einem globalen Krieg gegen Frauen, wenn man will. Und in den USA, wenn es um Sicherheitsorganisationen geht, da hat man auch schon eine Liste von
Personen, die Terrorattacken androhen gegen Frauen. Und ja, also ich meine, so kann sich das entwickeln. Jeden Tag sehen wir Hass online, besonders gegen Frauen gerichtet. Und wenn es etwas gibt gegen Frauen, dann geht es immer um ihre Körper und sind nicht nur Todesdrohungen. Wenn ich einen Artikel schreibe, den Rechts nicht mögen, zum Beispiel über bestimmte Ideologien, dann haben wir ja mehr als ein Büro und dann bekommen meine Kollegen normalerweise nicht so viele E-Mails und ich bekomme dann ja, du Hure und so weiter und man sollte dich vergewaltigen. Und ja, also das ist der Unterschied. Und ich denke, wenn man sagt, das ist ein globales Problem, selbst in Deutschland, in den USA können wir fühlen, dass es da Konsequenzen gibt und nicht nur dort, wo man härter kämpfen muss für Frauenrechte wie in Myanmar. Also wir müssen etwas dagegen tun und ich denke, es sollte stärker reguliert werden und es ist jetzt auch an der Zeit, das zu tun. Die andere Frage, die Sie gestellt haben, was steht dahinter? Ja, ich denke, alle möglichen Ideologien können sich da bündeln und rechte Islamisten und ja, wen vergessen wir, da immer jemand, aber die sind sich alle einig, dass sie die Frauen nicht so sehr mögen oder Frauen, die sagen, was sie denken und das können sie dann online machen. Und zum Beispiel, da haben sie ein gemeinsames Ziel, natürlich sonst viele unterschiedliche Meinungen, aber wenn es um Frauen geht, sind sie sich einig, dass Frauen wertlos sind und nicht in der Öffentlichkeit reden sollten. Würden Sie sagen, dass diese Gruppen auch wissen, was Francis uns gesagt hat, wie die Algorithmen funktionieren? Und wissen Sie, wie man davon profitieren kann? Also wie die Algorithmen funktionieren. Vielleicht können Sie da auch etwas zu sagen. Ja, also ich denke, vielleicht am Anfang nicht, aber jetzt sollten Sie das wissen, weil Sie davon gehört haben. Aber zu Anfang müssen Sie, haben das Gefühl gehabt haben, dass es hier ziemlich einfach ist, diese Algorithmen zu nutzen und dann haben sie andere gefunden, die ähnlich denken und dann haben sie gesehen, man kann das machen, ohne Schaden zu erleiden und da kommt niemand und klopft an die Tür und also macht man das nochmal, wenn da kein Schaden bei herauskommt und so verlängert sich das immer wieder. Ja, ich denke, Facebook weiß, dass hier eine kleine Fraktion des Hasses, nur ein kleiner Anteil des Hasses berichtet wird. Also wenn man die Algorithmen entsprechend schult und dann wird dieser Inhalt nicht erfasst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das berichtet wird, auch sehr gering. Also besonders, wenn man da nicht drauf reagiert und wenn man dann diese Echo-Kammern anschaut, dann schaut der Algorithmus immer nach den Auswegen. Und diese Gemeinschaften schließen sich dann zusammen und verteidigen sich selbst. Und es gibt auch Gruppen, die das so machen, dass wenn man jemand einlädt in eine Gruppe, dann wird das auch in einem Newsfeed bekannt gegeben. Und zum Beispiel bei QAnon, da hatten Zehntausende, Hunderttausende Leute wurden eingeladen von einer einzigen Person und ja, und diese Leute wurden jetzt eingeladen, um ihren Inhalt beizusteuern. Also, und es ist nicht, geht nicht nur darum, dass die Leute den andere einladen und das suchen, sondern das planen, wie man das so eine Gruppe erfolgreich machen kann. Ja, Frau Gese, jetzt möchte ich Sie fragen, Sie sind MEP, Sie sind eine führende Stimme in der europäischen Debatte über Digitalisierung und Frauenrechte. Willkommen. Und Sie sind da jetzt in Brüssel und verhandeln jetzt seit einer Zeit lang das Digitale Services Gesetz und
Sie sind dort für die Grünen im Parlament und hier soll die europäischen Medienplattformen, sozialen Medienplattformen reguliert werden europaweit. Was wir jetzt gehört haben von den Einblicken, die Frances Haugen uns gegeben hat und gesagt hat, jetzt ist jetzt an der Zeit zu agieren. Wie hat das Ihre Perspektive geändert in Bezug auf das Gesetz? Ich denke, das hat eigentlich die Richtung bestätigt, in die ich die Debatte auch lenken wollte. Denn als ich angefangen habe, zum Digital Services Gesetz oder Gesetz über digitale Dienste zur Regulierung der Plattformen zu arbeiten, hat die Community viel über Verantwortungspflicht gesprochen. In den USA gibt es die Section 230, also 230, und wir das Gesetz über digitale Dienste. Und wir wollten halt sicherstellen, dass wir Facebook quasi auffordern können, bestimmte Inhalte herunterzunehmen von den Seiten. Und wir haben systemische Probleme festgestellt. Also es geht nicht nur um einen bestimmten Eintrag, einen bestimmten Post, sondern es geht darum, wie man herausfinden kann, dass genau diese hasserfüllten Inhalte oder Fehlinformationen, Desinformationen, diese polarisierenden Inhalte auch noch so stark und so schnell verbreitet werden und so viele Menschen erreichen. Und deshalb bin ich so dankbar gegenüber Frances Haugen, die diese Dokumente veröffentlicht hat und das gut erklärt hat, weil Facebook macht genau das. Wir haben das ja alle schon gesehen. Aber wenn es dann offen gesagt wird, dann sagen die meisten, naja, das weiß man doch gar nicht. Vielleicht sind die Menschen einfach stärker interessiert an diesen polarisierenden Inhalten. Das stimmt natürlich auf der einen Seite, weil jetzt komme ich zurück zur Geschlechtergewalt. Ganz oft ist es so, dass Gender-Disinformation, und das ist auch ein großes Thema, auch während des Wahlkampfs hier in Deutschland, das bestätigt sozusagen die Vorurteile, die die Menschen ohnehin schon haben. Das heißt, wir sind alle so erzogen worden, dass wir glauben, dass Frauen vielleicht nicht so kompetent sind wie Männer, weil das einfach das bestärkt oder das ist eben in unseren Köpfen. Und deshalb sind solche Aussagen so erfolgreich. Und das wird dann eben durch den Facebook-Algorithmus noch verstärkt und verbreitet. Also was wir jetzt in Brüssel versuchen ist, und die Kommission hat bis zu einem gewissen Grad das auch schon gemacht und auch schon verstanden, also die Europäische Kommission, dass wir uns die Details ansehen, was passiert in diesen Systemen. Und deshalb kämpfen wir auch so stark für starke Regeln mit Blick auf die Transparenz, dass wir Zugang bekommen für Wissenschaftler, für die Zivilgesellschaft, aber auch bis zu einem gewissen Grad für die Behörden, dass man etwas untersuchen kann und um festzustellen, was passiert da eigentlich, dass es eine Risikoeinschätzung gibt, dass es unabhängige Überprüfungen gibt und Risikobewertungen gibt. Denn ich denke, wir können einfach nicht Facebook vertrauen, wenn es darum geht, zu erklären, wie es zu bestimmten schädlichen Dingen gekommen ist. Also ich denke, wir brauchen wirklich ein unabhängiges Gremium, das sich auch die Ergebnisse dieser Untersuchungen anschaut, wenn wir dann Zugang zu den Daten bekommen haben und zu dem System. Und das ist die Richtung, in die wir gehen sollten. Ein anderer Aspekt, und da konzentriere ich mich eher auf die Debatte in Brüssel, oder dass das eher der Fokus in Brüssel ist, dass diese großen Unternehmen eine Unmenge an persönlichen Daten kontrollieren. Und das ermöglicht es ihnen, uns genau die Inhalte zu schicken, die quasi unsere eigenen Vorurteile noch bestärken, sodass wir dann eher geneigt sind, das zu glauben. Und Schritt für Schritt werden wir dann einen Schritt weiter geleitet. Und das geht dann in diese Richtung der Radikalisierung. Und diese Länder sollten nicht in der Lage sein, so viele Daten sammeln zu dürfen. Also Facebook sollte nicht über die Religion, die sexuelle Orientierung und so weiter Bescheid wissen, sondern nur die Daten, die wir freiwillig an Facebook geben. Und das ist auch etwas, was wir hier erörtern. Und ich hoffe, dass wir hier erfolgreich sind. Also ich hoffe, dass das Digital Services Act, das Gesetz über digitale Dienste, ein Erfolg wird, weil viele Länder auf der Welt schauen auf uns, sie fragen uns, was macht ihr hier in Europa? Und hier liegt so viel Hoffnung darin. Aber wenn das nicht ehrgeizig genug ist, kann es natürlich auch eine große Enttäuschung werden. Wenn wir nicht ehrgeizig genug sind, sagen die anderen Menschen, okay, sie haben versucht, die Plattform zu regulieren, aber das war wohl nicht möglich. Das heißt, wir müssen hier wirklich ehrgeizig an die Sache rangehen. Frances Haugen, was halten Sie davon, basierend auf Ihren Einblicken? Ist diese Art von Gesetzgebung die richtige Richtung? Würde das eine Veränderung bewirken? Ich denke, wir brauchen Prinzipien, basierte Ansätze und auch Bewertung. Wir brauchen auch eine Risikobewertung. Und ich denke, wir brauchen einen 1-2-3-Plan. Also zunächst einmal
Facebook muss schauen, was im System drin ist, aber die Gemeinschaft sollte auch eine Stimme haben. Facebook ist nicht sehr divers, nicht sehr vielfältig. Sie haben relativ wenige Bereiche und Büros und es ist einfach schwierig, kreativ genug zu sein, um festzustellen, was könnte einen Schaden verursachen. Das heißt, die Communities müssen hier eingebunden werden. Und außerdem ist es so, dass Facebook noch sagen muss, was Facebook macht, um diese Probleme zu beheben. Facebook ist bisher immer davon gekommen. Sie haben gesagt, okay, das und das ist passiert, wir versuchen das zu beheben, aber letztendlich passiert dann das immer, passiert das nie. Und sie erstellen nie einen Punkteplan. Und ich denke, wir müssen in der Lage sein, dass wir genug Daten haben, um verstehen zu können, was Facebook macht, ob Facebook das macht, was es sagt, dass es macht. Gibt es einen Fortschritt bei dem Fünf-Punkte-Plan? Denn solange die Anreize sich nicht verändern, wird sich auch das Verhalten von Facebook nicht verändern. Ann-Kathrin Müller. Jetzt kommen wir zu dem Konkreten. Sie haben ja mit Frauen, jungen Mädchen gesprochen, die Opfer digitaler Gewalt geworden sind. Was sind Ihre digitalen Bedürfnisse? Was sollten wir berücksichtigen für Sie? Also ich denke, was Sie wirklich brauchen, ist auf der einen Seite, dass die Plattformen einfach schneller löschen und dass sie die persönlichen Daten schützen. Und das andere, was erforderlich ist, ist natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz. Wir als Gesellschaft müssen aufstehen und müssen sagen, wir wollen nicht, dass es diesen Diskurs oder diesen Hass online gibt. Wir wollen nicht, dass sich das Ganze so ausbreitet. Und es braucht immer einen Skandal, also wo beispielsweise was Schlimmes passiert und dann sagen die Leute, na, das sollte nicht passieren. Aber es geht ja eben nicht nur um einen Fall pro Jahr. Das passiert einfach laufend, die ganze Zeit. Unterschiedlichsten Frauen in unterschiedlichsten Positionen passiert das. Was sie wirklich brauchen, sind PolitikerInnen, die das Gefühl haben, dass sie etwas tun können und tun sollten. Über Jahre lief die Diskussion eher so, ach, wir können ja gar nichts machen, was sollte es dann geben? Also man hatte nicht einmal die Vorstellung, dass man etwas verändern könnte, aber gut. Und manche sagen ja auch, wir haben ja die Daten alle freiwillig abgegeben. Aber so ist das nicht. Wir haben nur einen Teil freigegeben und das Ganze wird dann ergänzt mit anderen Daten. Also sie fügen einfach immer weiter persönliche Daten hinzu, während die Plattform läuft. Das heißt, also man sollte den Frauen niemals sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist doch gar nicht so schwierig, seid doch nicht so, habt euch nicht so, sondern man muss verstehen, dass es ein Problem gibt und dass die PolitikerInnen dann auch sagen, okay, wir sollten mal herausfinden, was wir hier tun können und sicherstellen, dass Facebook wenigstens das macht, was es vorgibt zu tun. Das würde ja fast schon ausreichen. Also wenn sie sich an ihre eigenen Standards halten würden, die sie selbst niederschreiben, dann würde es bereits enorm helfen. Und ich war auch auf dem Campus und überall sieht man LGBTIQ, gleiche Rechte für alle und so weiter. Das ist so ein modernes Unternehmen. Aber wenn man sich das genauer ansieht, wer hat am meisten von Facebook profitiert? Donald Trump und Personen wie er. Also Facebook macht einfach nicht das, was sie vorgeben zu tun. Es wäre ausreichend, wenn sie das tun würden, was sie vorgeben. Alexandra Gese, wie können wir das durchsetzen? Wie können wir durchsetzen, auch mit dem Gesetz über digitale Dienste, dass Facebook einfach das tut, was sie schon sagen, dass sie tun würden? Das klingt ja einfach, aber so einfach ist das ja gar nicht, oder? Naja, ich denke, da gibt es zweierlei. Einmal, wir brauchen Zugang zu den Daten und zu den Systemen und wir müssen erkennen können, wie das Ganze funktioniert, um unterschiedlichen Organisationen, wie zum Beispiel Organisationen, die sich auf Geschlechtergewalt oder Diskriminierung aufgrund der Ethnie oder Diskriminierung von Frauen konzentrieren, dass diese Organisationen die Möglichkeit haben, das Wissen zu erwerben, was sie benötigen, um das Ganze dann dem Gesetzgeber vorzulegen oder auch einer unabhängigen Behörde auf europäischer Ebene. Also ich denke, wir brauchen hier auch eine europäische Durchsetzung. Deutschland ist auch nicht groß genug, um sich gegen Facebook zu erwehren oder gegen andere Plattformen. Also es geht ja nicht nur um Facebook, muss man ja auch sagen. Also ich denke, dass das Ganze auf europäischer Ebene angesiedelt sein sollte. Und wir brauchen wirklich ein Kompetenzzentrum, wo wir die besten Spezialisten haben auf der Welt, die in der Lage sind, die Daten zu analysieren, die genau wissen, wonach sie schauen müssen und die, auf die man sich verlassen kann. Weil Sie haben ja vorher gefragt, was war so schockierend an Facebook? Und ich denke, dass eines der schockierendsten Elemente war die Tatsache, dass Facebook systematisch den Kongress belogen
hat, das Europäische Parlament belogen hat. Sie sagen einfach das eine und machen etwas komplett anderes. Das heißt, wir brauchen wirklich Leute, die kompetent sind und die Macht haben, das Gesetz über digitale Dienste auch durchzusetzen und die auch wissen, wonach man schauen muss und denen auch zugehört wird. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn Frances Haugen das Ganze nicht veröffentlicht hätte, dann wüssten wir diese Details ja alle gar nicht. Frances, wir haben das ja alles von Ihnen dankenswerterweise gehört, aber Facebook war lange Zeit ein Closed Shop, hatten abgeschlossene Türen. Und Facebook scheint Angst vor Transparenz zu haben. Warum ist das so? Ich denke, da gibt es ein ganz klares Muster. Also wenn man intransparent anfängt, ist es natürlich viel schwieriger, irgendwann nicht mehr intransparent zu sein. Und also man macht ja auch in den Ecken nicht so sauber, weil die Ecken in der Wohnung ja auch gar nicht so sichtbar sind. Das heißt, man hat ja einfach Angst vor Transparenz. Und ich denke, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass Facebook deutlich weniger transparent ist als Google oder Twitter beispielsweise. Im Falle von Google ist es so, dass die Menschen wissen, dass man die Daten herunterladen und analysieren kann. Es gibt ja auch Akademikerinnen, die darüber Abhandlungen schreiben. Und es gibt auch Blogbeiträge, wo man erklärt, wie diese Suche funktioniert. Und bei Twitter ist es auch so, dass man die Dinge auch nachvollziehen kann. Deshalb werden auch verantwortungsvollere Entscheidungen getroffen. Bei Facebook ist das eben nicht so. Und ich denke, das ist eine der Sachen oder meine Hoffnung ist, dass wir jetzt einen Moment erleben, wo Facebook wirklich die Gelegenheit hat, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir wollen einen Neustart, wir wollen sauber werden, wir wollen uns anders verhalten. Denn ich glaube, das hätten sie gar nicht gekonnt ohne diesen Moment, diese Veröffentlichung. Also es entspricht einfach nicht ihren eigenen Interessen. Jetzt haben sie wirklich die Chance, von Neuem zu beginnen. Vor den Bundestagswahlen haben sie den Zugang für WissenschaftlerInnen geschlossen, also von Universitäten und so weiter, dass diese sich den Algorithmus anschauen konnten. Das war wirklich schockierend, oder? Und schauen wir mal auch, wie die Aktionäre darauf reagieren. Also für diejenigen, die das nicht wissen, also es gab Forschende an der NYU, es gab ein Open-Source-Plugin, sodass jeder sehen konnte, wie der Code funktioniert hat. Und es gab Freiwillige, die gesagt haben, okay, sie können auch meine Werbung untersuchen, um zu untersuchen, wie politische Werbung im Wahlkampf eingesetzt wird. Und Facebook war so angegriffen durch dieses Transparenzgesetz, dass sie die Personen verklagt hat und auch die Konten geschlossen hat, die Facebook-Accounts geschlossen hat. Also es war wirklich schockierend. Aus journalistischer Sicht, warum ist Transparenz in einem sozialen Netzwerk so wichtig und wer sollte den Zugang zu einem Unternehmen bekommen? Also ich denke, für Journalisten ist es immer gut, Transparenz zu haben, damit wir sehen, worüber wir schreiben beispielsweise. Aber allgemein gesagt, ich könnte sogar verstehen, warum Facebook am Anfang nicht so transparent war, weil es war ein kompetitiver Markt und sie wollten das erste größte soziale Netzwerk sein, das verstehe ich. Aber dann sind sie so schnell gewachsen und da wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um zu schauen, okay, wir haben jetzt etwas so Großes geschaffen, das so einflussreich ist in so vielen Ländern und in so vielen Debatten und in so vielen Teilen des Lebens, dass wir jetzt wirklich auch das tun müssen, was wir eigentlich sagen und auch zeigen müssen, was wir tun. Und wie Sie gesagt haben, andere Netzwerke sind da besser. Vielleicht nicht wirklich gut, aber sie sind besser. Und sie haben sich auch in den vergangenen Jahren verändert. Also natürlich ist es so, dass die Transparenz die richtige Richtung wäre. Wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, um hasserfüllte Inhalte oder schädliche Inhalte zu beseitigen. Also es gibt ein Instrument, das wir uns genau anschauen müssen, denn es könnte auch dazu führen, dass zu viele Inhalte entfernt werden, wenn wir das durchsetzen wollen. Ken Jebsen beispielsweise, viele Deutsche kennen ihn sicherlich, ist ein Anti-Corona-Maßnahmen-Ideologe und der war groß auf YouTube und anderen Plattformen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt war das, was er geäußert hat, so
schädlich für alle, die ihm zugehört haben, dass seine Inhalte von den großen Plattformen entfernt wurden. Und seitdem hat er natürlich viele Anhänger verloren. Er kann also nicht mehr so viel Schaden anrichten. Und das ist natürlich auch Rechtsextremen und anderen passiert. Aber das wird häufig sehr spät gemacht und meistens aus PR-Gründen, so ist meine Meinung. Kurz vor den Wahlen haben sie dann einige Querdenker-Konten gesperrt. Das sind quasi Corona-Leugner oder Verschwörungsideologen. Und das wurde sehr merkwürdig gemacht. Also manche Konten wurden gesperrt, andere nicht. Das haben wir ja auch schon gehört. Und von daher ist es wirklich sehr wichtig, dass wir mehr Transparenz erhalten und einfach in der Lage sind, zu beurteilen, was sie machen. Natürlich können sie dann immer noch tun, was sie wollen, aber dann würden wir das wissen und dann auch reagieren können. Also das wäre wirklich ein Meilenstein. Und was ich immer denke, oder ich denke immer an die Algorithmen, sie verwenden sie, um so viel Informationen über uns zu sammeln, um die beste Werbung bereitzustellen, in Anführungsstrichen, aber können sie nicht die gleiche Technologie verwenden, um herauszufinden, wo Hakenkreuze sind und wo andere schädliche Dinge sind. Also ich weiß nicht, warum das nicht funktionieren soll. Warum ist die Technologie für eine Sache da, aber nicht für eine andere? Also man sollte einfach die Menschen neu allozieren und die Algorithmen, um das wäre dann wirklich sehr hilfreich. Ja, können Sie uns denn wirklich sagen, dass das auch dafür genutzt wird? Die sagen immer, das können sie nicht, aber ja, also ich habe das schon in meiner Aussage gemacht vor dem britischen Parlament. Also er hat jemand die Frage gestellt, es gibt ein System für Werbung, wo man andere Menschen finden kann, die noch mehr von dem bereits Gesehenen kaufen oder sehen möchten. Das ist eine der lukrativsten Methoden, Geld zu machen im Internet. Aber die haben nie gesagt, wir haben diese Leute, die das freiwillig machen, die Hilfe suchen, zum Beispiel bei Kinderproblemen, wenn es um schädliches Verhalten geht in Bezug auf Kinder, da wollen sie könnten sie auch Hilfe suchen und das ermöglichen. Und wenn man hier 1.000 Leute finden kann, die Frauen verletzen, und dann heißt es doch, dass das geht, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da zuwenden. Das kann man alles machen. Und das war so schockierend für mich, wenn wir 10.000 mehr Ingenieure gehabt hätten, dann würden garantiert nicht so viele Frauen verletzt auf diesen Plattformen. Aber das ist wirklich das Schockierende, dass man das nicht macht. Und Magitta, was haben Sie denn gedacht bei dieser Meta-Ankündigung? Also das scheint so absurd zu sein, dass so ein Unternehmen in einer so großen Krise sich befindet, dass man dann einfach den Namen ändert. Und das ist die Zukunft, die wir jetzt bauen. Und wenn man sich die Gegenwart anschaut, dann ist es so besorgniserregend. Was denken Sie dazu? Ich denke, das ist die Strategie, die Leute abzulenken davon, was momentan passiert. Das ist genau das Gleiche, die gleiche Taktik, die Francis schon erwähnt hat. Sie habt ja etwas versaut und ja gut, dann machen wir beim nächsten Mal das besser. Und so sagen die das ja, also wir sind jetzt nicht mehr die gleichen Leute, wir machen das jetzt anders. Und das ist ja das noch viel besorgniserregender, weil die übernehmen keine Verantwortung und sagen hier nicht, wir sind verantwortlich und lasst uns sehen, was wir da machen können, sondern die machen einfach anders weiter. Und das ist noch viel schlechter. Wenn man aus einem Fehler nicht lernt, dann wird es beim nächsten Mal noch schlimmer. Ja, Francis, wie sieht es aus mit den Facebook-Nutzern? Ich weiß nicht, was Sie denken, aber viele hier, die das auch sehen und ich, denken immer, ja, wie sieht Facebook uns? Also welche Art von Rechten haben wir auf der Plattform und wer sind wir für das Unternehmen? Ja, Facebook ist voll von netten, gewissenhaften Menschen, die wirklich die Welt verbessern wollen und verbinden wollen. Ich denke, die machen das mit sehr viel Sorge. Und ja, aber wenn man
sieht, wie das Wachstum aussieht im Unternehmen. Da will man natürlich sicherstellen, dass die Dinge jetzt auch so bleiben. Und ich denke, eine der Konsequenzen davon ist, dass man dann einfach nicht merkt, wenn die Dinge sich schlecht entwickeln und wenn die Rechte nicht mit der linken Hand spricht. Also ich denke, da gibt es sehr viele Leute im Unternehmen, die möchten wirklich bessere Systeme bauen und auch die Leute finden, die Frauen verletzen auf der Plattform. Aber die haben einfach nicht genug Raum, das zu tun und Freiraum. Und also die Leute sollten wirklich dann auch die Möglichkeit bekommen, uns alle sicher zu halten. Also was meint ihr dazu? Welche Art von Rechten sollten wir haben online? Was sollten wir machen? Also was sollten wir für das Unternehmen sein? Ich denke, wenn man ein Konto anlegt bei Facebook mit den Kollegen oder Schulfreunden kommunizieren will, dann sollte man natürlich sagt man dann Facebook, wer die Freunde sind, die Kollegen sind und so weiter, wen man kennt. Also man gibt schon sehr viele Informationen preis, freiwillig. Und Facebook hat dann natürlich das Recht, die Daten zu speichern. Und die Frage ist jetzt für mich, können Sie auch diesen ganzen Kontext hinzufügen zu meinen Informationen, um ein größeres Profil anzulegen, als dass ich bereit bin zu erstellen. Also und da gibt es natürlich das Kleingedruckte, zu dem man zustimmt. Also die haben das Recht, das zu tun. Aber die Frage ist natürlich immer, wenn man jetzt weiß, nach den ganzen Jahren, welche Information benutzt wird. Also da geht es nicht darum, dass sie uns bessere Werbung geben können, sondern es sind auch andere Leute, die Informationen nutzen gegen uns, gegen sie. Und da sollte man wirklich transparent sein, was man da macht, wie man das macht, wie andere die Informationen finden können, sodass man sich da besser vorbereiten kann. Ja, also erst einmal, wenn ich einen Vertrag unterzeichne und die Bedingungen sind so, dann würde ich auch davon ausgehen, dass Facebook sich an seine Aufgaben hält, seine Verpflichtungen hält, und das machen sie nicht. Und wie Ann-Kathrin Müller schon gesagt hat, zweitens bin ich ja mir bewusst, wenn ich die Daten freigebe und ein Bild freigebe, dann weiß Facebook auch bestimmte Dinge über mich, aber ich will nicht, dass sie noch mehr Daten über mich sammeln. Ich will nicht, dass sie da noch etwas hinzufügen zu dem, was wer meine Freunde sind und welchen Inhalt mich hier anschaue. Natürlich kann ich mir eine bestimmte Sachen aussuchen, die ich gerne haben will, aber es geht da nicht darum, dass Facebook weiß, was mich böse macht. Ich will, dass meine Privatsphäre geschützt ist. Wenn ich mich mit meinen Freunden verbinde und Menschen, die gleichen politischen Interessen haben, dann ist Facebook natürlich ein wichtiges Instrument, politisches Instrument für die Arbeit und die Kommunikation. Aber ich will nicht, dass das darüber hinausgeht. Die Informationen, die ich freigebe, die soll nicht dazu führen, dass andere Informationen durch die Hintertür dann noch gesucht wird. Und wenn ich auf Facebook gehe und ich mir Katzenbilder anschaue und dann kommt Katzenwerbung. Das ist okay, aber da muss kein Profil erstellt werden mit 100.000 Datenpunkten und dann mehr Werbung zu verkaufen. Also das ist nicht akzeptabel. Und vielleicht, um das ein bisschen politischer auszudrücken, wenn man an Inhalten interessiert ist, dann wird immer Inhalt gezeigt, der radikaler ist. Und wenn man zum Beispiel eine Seite anschaut über Nahrungsmittel, und Kuchen, dann wird einem noch mehr Kuchen gezeigt. Aber wenn man jetzt damit beginnt, also wenn man kritisch denkt über Impfungen, dann ist man am nächsten Tag auf einmal bei einer Corona-Verschwörungstheorie angelangt. Weil das ist das eigentliche Problem. Die geben einem immer mehr, als man eigentlich haben will, weil die ja denken, dass man so länger dort auf der Seite verbleibt.
Und mir ist das egal, welche Art von Werbung mir gezeigt wird. Ich kann mir das aussuchen. Aber wenn dann gesagt wird, ja, die will vielleicht für den stimmen, für diesen Politiker, und dann wird man in eine bestimmte Richtung gedrängt. Und damit genug Klicks erzeugt werden. Ja, und also wie gesagt, wenn man diesem Volk, dieser Reise einer Person in dieses, in diese Mausefalle, dann ja, dann hört man von so vielen Leuten auch, die so viel Zeit oder viel zu viel Zeit online verbringen. Und das wird dann zu einem großen Problem. Aber das ist natürlich auch, weil sie die Daten haben. Die wissen genau, wo sie beginnen, wo sie ansetzen müssen. Und für mich macht es dann auch mehr Sinn, wenn ich zum Beispiel etwas sehe über Geflüchtete. Aber ja, vielleicht sind es auch Dinge, die die Leute meiner Generation sehen wollen. Aber wie oft haben wir das gesehen, dass Leute in der Grünen Partei immer für Grüne stimmen und so weiter, und dann bekommen sie bestimmte Informationen zu Impfungen, dann geht es auf einmal weiter mit extremen Rechten, Impfgegnern, und die zeigen aber nicht von Anfang an diesen rechten, diesen extrem rechten Inhalt, weil es nie funktionieren wird, aber dann beginnen sie mit einem netten Mediziner, und dann werden die Zweifel angemeldet, und dann werden Leute auf eine bestimmte Reise geschickt, wo man, da weiß man genau, wo man beginnen soll oder welchen Inhalt, welcher Inhalt dazu führt, dass man daran glaubt, und dann wird es Schritt für Schritt weitergemacht. Und das ist das Angsterzeugende, was man da mit den Daten macht. Es ist nicht nur die Frage, dass man weiß, wo man beginnt, sondern man könnte wirklich also von Sport zu Essstörungen gelangen. Also da ist alles möglich. Es wird immer zu extremen Inhalt hingedrängt, weil die Leute es so länger dabei bleiben, selbst wenn die das nicht sagen. Weil ich denke, es sitzt da niemand hinter dem Vorhang. Es sind einfach nur Leute, die immer weiter den Berg hochsteigen. Und ich denke, was mir da so Angst gemacht hat, ist, dass die Leute, die wirklich isoliert sind und da uns und am anfälligsten sind, die werden mit den größten Fehlinformationen zugeschüttet. Und das wenn ich zum Beispiel eine Regel haben würde, dann würde ich sagen, die Leute haben ein Recht darauf, was in der Dose ist und was auf dem Etikett steht, weil das stimmt nicht überein momentan. Und ich denke, die Gesetze, auch das DSA, die sind unbedingt notwendig, weil dann können die Menschen wirklich verantwortliche Entscheidungen treffen. Und das machen sie momentan nicht. Und ich denke, eine weitere Frage, die hier sehr wichtig ist, was Sie auch gesagt haben, Alexander, Facebook hält sich nicht an die eigenen Bedingungen und Regeln. Ich denke, wir haben auch von Frauen gehört, die sagen, ja, was soll ich machen? Kann ich jetzt Facebook verklagen? Wie kann man das durchsetzen, dass die Menschen wirklich ihre Rechte verteidigen können auf diesen Plattformen? Ich denke, da machen wir ein bisschen Fortschritt mit diesem DSA, mit dem digitalen Servicegesetz, weil da müssen Gerichtsbescheide direkt umgesetzt werden und so weiter. Ich denke, das sind Dinge, wo die Mitgliedstaaten sich auch einig sind und die Kommission sich das genau anschaut. Da habe ich ziemlich viel Hoffnung, dass das funktionieren wird, dass der illegale Inhalt dann viel schneller beseitigt wird und Facebook dann auch erkennt, dass es ernsthaft ist. Ich hoffe das zumindest. Und dann ein weiteres Gesetz, ein weiterer Paragraph, der da geht es um das Recht, die Beschwerden vorzubringen zu bestimmten illegalen Inhalten, die das Strafrecht verletzen und dann auch herausgenommen werden. Aber gleichzeitig, wenn es um feministischen Inhalt
geht oder Dinge in Bezug auf Abtreibung, das wird verhältnismäßig häufiger herausgenommen. Also das ist schädlich für Frauen und da muss wirklich Facebook schneller reagieren auf Beschwerden. Ja, wir in Deutschland haben ja ein Gesetz, eine Gesetzgebung, die also für viele sehr fortschrittlich ist und wo die Plattformen verpflichtet sind, bestimmte Inhalte zu löschen nach einer bestimmten Zeit, nach 24 Stunden oder 7 Tagen. Und wir haben jetzt eine Studie durchgeführt, auch während der Wahl, da haben wir gesehen, dass in den vielen Fällen wird dieser illegale Inhalt noch nicht mal beseitigt wird, obwohl man verpflichtet ist, das zu tun. Als wir gesehen haben, was da passiert, haben wir gedacht, ja, also was die deutsche Regierung hier sagt und macht, wenn man sich nicht an das Gesetz hält, dann muss man eine Strafe zahlen. Also ich denke, berücksichtigt das Facebook und haben die Angst vor Regierungen, die da Strafen erlassen und oder fühlen sie sich das über dem Gesetz stehend? Also na, kommt drauf an, wie hoch die Strafen sind. Also ob es jetzt eine systemische Verletzung, also wenn sie 45 Milliarden Dollar machen im nächsten Jahr, dann ist 2 Millionen ein kleiner Prozentsatz nur. Und da muss man sich genau überlegen, wie ist die Größenordnung, dass wirklich eine Auswirkung hat. Also als die US-Regierung Facebook eine Strafe auferlegt hat, 2018 oder 2019, 5 Milliarden Dollar, das ist sehr viel Geld. Also viele Länder haben das nicht als Budget. Und das hat aber zur Folge, dass am nächsten Tag der Aktienkurs gestiegen ist. Also wir sind in einer sehr merkwürdigen Zeit. Also wenn es eine Ölverschmutzung gibt, dann wird es nicht schwieriger für uns, die Ölindustrie zu regulieren. Also die machen Facebook macht unsere Gesellschaften weniger widerstandsfähig, also schwächt uns. Und hier die Maßnahmen von Facebook machen es noch schwieriger, die wirklich zur Rechenschaft zu ziehen. Also es gibt so viele Fragen, aber ich denke, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Zum Abschluss noch vielleicht 2 Sätze. Was meinen Sie, wo sehen Sie Facebook in 5 Jahren? Und wird es dann die Probleme gelöst haben, die wir heute sehen? An Sie alle, nur eine kurze Antwort. Also ja, ich denke, es hängt davon ab, wie schnell man das Thema wechseln kann. Wir sprechen von den Problemen, von dem Ruf. Der Ruf ist geschädigt und das ist das Einzige, was sie wirklich dazu bringen kann, Veränderungen zu bewirken. Es geht nicht um Geld, es geht um Strafen, 1 Milliarde und so weiter. Ich denke, der Ruf ist wichtig und vor einigen Jahren haben junge Leute Facebook verlassen oder nur das Profil passiv behalten und etwas Neues gemacht. Und dann haben sie die Alten herangezogen und die Plattform hat sich da auch verändert. Und jetzt müssen wir sehen, welche Veränderungen das bewirkt. Aber ich denke, es geht um den Ruf. Also Alexander, ja, ich denke, das hängt viel davon ab, ob wir erfolgreich sind mit diesen Betrügen und ob wir das wirklich also gesetzlich unterbinden können durch das DSA, ob sie dann weiter so existieren wollen innerhalb dieser Grenzen und sich auch stärker am Bedürfnis der Nutzer orientiert und oder weiter das Gesetz brechen will, dann hat natürlich das DSA die Möglichkeit, dieses Gesetz die Möglichkeit, hier neue Strukturen einzuführen und dann vielleicht gibt es auch einen Raum für neue soziale Netzwerke. Also ich habe mit Google Plus gearbeitet, da gab es viele Vorteile. Also wir können neue soziale Netzwerke bauen. Wie Sie gesagt haben, also Facebook in Europa zu schließen,
neue demokratische soziale Netzwerke aufzubauen. Das ist eine gute Sache, eine reale Sache. Ich hoffe, dass wir die richtigen Reformen durchführen können bei Facebook, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Dann können sie sogar noch profitabler werden in einigen Jahren. Jetzt treffen sie kurzfristige Entscheidungen und ich hoffe, dass man das langfristig machen wird. Ja, vielen Dank. Es war wirklich eine große Freude. Ich denke, nach dem, was wir heute gelernt haben, ist es jetzt auch klar, dass es der ultimative Weckruf ist. Und an die Politiker, an die Wissenschaftler hier Maßnahmen zu ergreifen. Und wir müssen gerechte und systemische Lösungen finden für die jungen Frauen und diejenigen, die stark verletzbar sind in der Gesellschaft. Und ich denke, es liegt auch jetzt an uns, dass diese Plattformen sicher öffentliche Räume werden. Und daran müssen wir jetzt arbeiten und agieren. Vielen Dank.